Grüß euch Leute, neue Ausgabe WWE Supercard hier auf dem Kanal. Kurzes Update-Video, Ring Domination ist vorbei und ich habe tatsächlich seit Ewigkeiten mir mal wieder eine Eventkarte geholt. Der gute Jinder Mahal war meine letzte gewesen und jetzt die gute Mae Young, die muss ich mir einfach holen. Die war es immer gut und wie bereits im vorherigen Video erwähnt, Mickie James. Sorry, wird ein Pro für uns und auch sehr wichtig. Dann, ja, Team Road to Glory steht an. Wir können uns den guten Kevin Owens holen, bezogen auf die Battleground-Veranstaltung. Ja, wir werden sie uns im Team, denke ich mal, nicht holen, weil zu dem jetzigen Zeitpunkt sich in der RTG-Note komplett so hoch zu pushen, ist ganz schön viel Arbeit. Worum es in dem Video heute gehen soll, ist die Fusionskarte. Wir können uns die nächste Fusion abholen, haben Braun Strowman schon einmal als Pro, haben ihn ein drittes Mal gezogen und haben da dann den guten Bobby Roode gezogen. Haben quasi wieder zwei Chancen, Pro zu holen. Bobby Roode als Pro fände ich natürlich sehr geil. Wenn es wieder Braun Strowman wird, nach du Schande. AJ Styles wäre sehr geil wegen dem Bild. Ihr wisst, Leute, was los ist. Und Leute, nicht lang schnacken, gucken wir uns mal die Fusion an. Jawoll, da ist er. Ich wollte das Bild haben, verdammt nochmal. Jawoll. Sehr schön, wir haben endlich den guten AJ Styles gekriegt. Das wurde aber auch mal Zeit, Leute. Das wurde Zeit. Ganz einfach nur schon wegen dem Bild. So, wo ist der Gute? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Ah, das Bild ist es halt, ne? Das Bild ist es. Na, guck mal gleich mal, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Na, da ist er. Da ist er, sehr schön. Und dann kriegt er auch das Bild, was ich wollte. Ja, so soll der aussehen, so soll der aussehen, der gute AJ Styles. Endlich mit dem richtigen Bild. Und Leute, ich habe ein Problem, was die nächste Fusion angeht. Ich glaube, ich kann bloß noch eine machen. Hier, die gute Lana ist hier nochmal. Ja, und das war's. Eine Fusion kann ich noch machen und dann geht die ganze Misere wieder von vorne los, dass man sich die Karten erstmal holen muss. Aber so ist es halt. Leute, das soll es auch schon gewesen sein. Wie lief eure Ring Domination? Ich hoffe, ihr konntet euch auch die gute Mae Young holen, falls ihr das Ziel hattet. Fusionskammer, tät mir auch mal interessieren, wie läuft's bei euch? Ist schon Pro am Start, so wie bei mir jetzt der gute Braun? Oder habt ihr auch schon AJ Styles als Pro oder eine Diva? Wäre natürlich auch eine geile Nummer. Ja. Das soll schon gewesen sein. Kurzes Infovideo, WWE Supercard. Leute, keep on wrestling und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.